Herzlich willkommen in Berlin-Spandau. Wir stehen hier am Waldkrankenhaus. Es ist allerdings nicht das Waldkrankenhaus von der Original-Berlin-Spandau-Map 8994, sondern wir sind hier auf der Karte Spandau Modern von M&Z und wir schreiben heute den 3. Januar 2015, 9.20 Uhr. Und wir stehen hier, wie man unschwer erkennen kann, mit dem MAN Line City DD DL08 mit den neuen Türen, allerdings ohne besonderes Repaint, nur in der Berliner Farbgebung schwarz-gelb. Und ich habe mir gedacht, ich fahre heute mal eben die Strecke M37 Waldkrankenhaus Haneberg und zurück. Auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen mache ich auch mal diese Strecke wieder mal aus Berlin-Spandau. Und ja, Spandau Modern gefällt mir eigentlich auch eben sehr gut, weil es eben sehr viel Grün hat, außer eben im Winter. Aber es ist eben im Vergleich zu dem Spandau von vor 20 Jahren eben doch deutlich grüner, das sieht man ja dann doch schon. Und macht eigentlich auch dann ein bisschen mehr Spaß, wenn es schön bunt ist und grün ist. Na gut, jetzt im Winter nicht so wirklich, da ist es mehr grau und braun. Aber Gott sei Dank, die Tage werden jetzt auch wieder länger. Ja, wir haben Abfahrt um 9.26 Uhr. Das heißt, wir gehen jetzt auch erstmal in den Bus und starten mal und machen mal die Heizung an, weil es hat nämlich nur 7 Grad draußen, reales Wetter Berlin. Und das ist eben um die Zeit nicht gerade sehr schön. Ich glaube, es hat sogar noch weniger, 5 Grad draußen, 7 Grad haben wir im Bus. Also das heißt, wirklich jetzt mal alles an, was wir an Sachen haben. So, Track ER fehlt mir noch, den mache ich noch an. Und hier vorne bei mir soll es ja auch ein bisschen warm sein. So. So gesehen ist es ein bisschen unrealistisch, weil der Bus jetzt schon, obwohl er eigentlich noch nicht mal richtig an ist, jetzt schon heizt. Das, naja gut, aber das sehen wir mal davon ab. Das ist eigentlich dann nicht so tragisch. So, Fahrplan habe ich schon gewählt. Das sieht man hier schon, da haben wir ja schon den Fahrplan. Aber es fehlt eben noch die Linie. Ja, Licht können wir auch noch anlassen, das ist eben hier ein bisschen dunkel. So, Linie 03728, Sonderzeichen, Kurs 00, Route 1. Ziel 329 und wir sind am Waldkrankenhaus, jawohl. Irgendwo was vergessen hat, was liegen lassen hat oder so. So sieht das übrigens dann von oben aus, die Sicht. Hervorragend. Und hier hört man eben die Lüftung deutlich genug. Deswegen ich bin froh, immer wenn man nicht heizen muss, dann ist das Rauschen auch nicht mehr so schlimm. Ja. Ja gut, wir sitzen da lieber vorne links, das ist angenehmer. Und wir drehen jetzt auch schon mal unsere Ehrenrunde hier über den Kreisel vom Waldkrankenhaus, damit wir pünktlich dann da sind. Teil hier über den Bürgersteig hinausfahren, sonst hinten hängen bleibe. Weil das ist doch schon ein ziemlich langes Elend, dieser Bus. Haben wir auch das Zielschild. Genau, und dann kommen sie schon gestürzt. Hallo! Einmal bitte Kurzstrecke. Morgen, einmal kurz. Ja.
Das machen wir doch einmal kurz. 35. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Die Kasse brauchen wir auch noch natürlich, eine normale Fahrkarte. Ja, und auch danke. 30 zurück, bitteschön. Ich hätte gerne einmal Schüler. Ja, okay. Ein bisschen mehr großes Geld wünsche ich mir dann doch schon manchmal für ein kleines Geld. Dass die Leute passender zahlen. Bisschen Zeit, ein paar Sekunden, ich muss schnell noch meinen Kaffee trinken. Sofern mich auch die Autos lassen. Griesinger Straße, Stadtrandstraße. Morgen. Moin. Guten Tag. Hallo. Einmal normal, bitte. Einmal normal, ja. Okay. Und 3,30, bitteschön. Und jetzt fängt das an zu regnen. Oh, was ein Mistwetter. Es gibt Tage, da geht auch alles schief. Mal die Schatten- und Regenreflexionen ausgelassen. Das ist doch sehr performancefressend. Eine Tageskarte bitte. Ja. Und einer zurück, bitte schön. Einmal wieder Kurzstrecke. Eine kurze, toll. Und 30. Ich frage mich, wie es regnen kann, es sind keine Wolken da. Verstehe ich nicht, mit dem Wetter-Download auch nicht. Oder um sie, oder beides. Ich sag gerade, weil ich habe die Schatten- und Regenreflexionen ausgemacht, weil sehr performancefressend, obwohl ich jetzt meinen Rechner hier hochgetaktet habe. Falkenseer Chaussee, Stadtrandstraße. 3,6 GHz, aber ist an manchen Stellen nicht schön, sag ich mal so. Obwohl es eigentlich sein müsste. Es müsste eigentlich viel schöner sein und flüssiger laufen, so wie jetzt, aber nein, es will es nicht. Einfach nicht. Und da spielt die KI wieder mal Stau. Wieder ein Phänomen, erklären kann man das nicht. Er steht einfach da und fährt nicht weiter. Warum? Weiß kein Mensch.
Hochkampfweg. So, ein Gebläse können wir schon mal ausmachen. 80 Grad. Schmeckgefällt Schulzentrum. Keiner da, keiner will mit. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Morgen. Einmal Schüler, bitte. Ja. Danke. Schön. Lega. Ja. Er hat jetzt hier am Schulzentrum Endhaltestelle 731. Schmeckgefällt. Türholm im Weg hier. Da kommt der andere Kollege mit der 137 morgen. So kommt rein, es ist kalt, es ist nass.